So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Car4Sale, dem Autohaus-Simulator, dem, ja, Autohändler-Simulator. Und da steht er, guckt mal, ich habe es euch in der letzten Folge gesagt, ich hatte ja extra so einen Benz gekauft, den ich mir aufgehoben habe, wo ich gesagt habe, ey, mit dem werden wir die Leute richtig schön verarschen. Den habe ich jetzt schon mal lackiert, aber zu dem kommen wir dann am Ende der Folge. So, jetzt pass mal auf, jetzt hier, guck mal. Wir müssen auch gucken, dass wir endlich jetzt mal wieder Kohle machen, ne? Weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur Autos gekauft. Ah, unser schöner neuer Firmenwagen, ja, der goldene Mazda, sehr schön. So, aber wie gesagt, jetzt muss mal wieder Kohle gemacht werden. Wir haben die ganze Zeit nur Autos gekauft und jetzt müssen wir mal wieder welche verkaufen, oder? So, 29.999, Bruder, sind aufgerufen. 23.000 möchtest du bezahlen. Ich sag mal so, Kollege, ja? Ey, weil du ein krasser Dude bist, mache ich 26.999, ja? Dafür kannst du den haben. Oder krasse Dudin oder was weiß ich, keine Ahnung. So, ja komm, bei den paar Kröten, da machen wir doch nicht lang rum und fragen jeden Einzelnen, was er bezahlen will, oder? Das, bei den paar Mäusen, da kommt ja nichts mehr rein. Ja, hier, das ist ja übrigens der goldene Lamborghini. Mhm, ja, 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 das ist das Weltrekordfahrzeug. Also, ne, kurzzeitig, kurzzeitig. So, wie sieht's denn aus? Was? Wie? Dann geh halt wieder, ist doch mir egal. Ja, die stehen schon eine Weile. So, hallo, ja, der goldene Lamborghini. Ja, ja, das war mal der Weltrekordhalter, da haben sie recht, ja. 824.000 hätten wir gern dafür. 623.000, ich kann Ihnen 623.000 mal eine watschen. Sind Sie total bekloppt? Was soll ich denn daran verdienen? Ja, sind Sie verrückt? Ich habe ja selbst für das Auto, keine Ahnung, 699.000 schon bezahlt. Da muss ja auch was verdient sein und das ist auch das Weltrekordfahrzeug. Wisst ihr, wie viel Sprit das verbraucht hat, bis das zum Weltrekordfahrzeug wurde? Pass mal auf. Für Sie 799.999. Zack, gib ihm. Nee, kann ich nicht. Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, Sie überstrapazieren meine Geduld. Ich meine, Sie kriegen auch die ganze Luft im Fahrzeug, ja? Das dürfen Sie auch nicht vergessen, ja? Die ist ja im Preis dabei. So kommen 729.999. Aber dann, pass auf, einen Versuch machen wir noch, Schwester. Einen Versuch machen wir noch, ja? Und jetzt würde ich es mir gut überlegen, ob ich zuschlag oder nicht, weil sonst verlassen sie ganz schnell den Hof. Ne? 719.999. Aber mehr kann ich nicht runter. Es tut mir leid. Na, sehen Sie. Geht doch. Perfekt. Hallo, guten Tag. Na, Interesse? Wie sieht's aus? 139.999 werden aufgerufen. 106? Einen kleinen Moment bitte. Warten Sie kurz. Ja, dann gehen Sie halt. Ist mir egal. So, hallihallo, 139.999 werden aufgerufen, Bruder. Wie sieht's aus? 113? Eine Sekunde. Das ist nix, ja? So, wie sieht's bei Ihnen aus? Was möchten Sie bezahlen? 97.000. Sie können auch sofort wieder gehen. Ich habe ja gesagt, Leute, wir werden uns nicht mehr auf Biegen und Brechen runterhandeln lassen. Ja, das haben wir einfach gar nicht mehr nötig, ja? Wir haben jetzt den Luxus, wir können mega arrogant auftreten und wenn die sagen, nö, dann sagen wir auch nö, ganz einfach, pass auf. Was, 663.000, geben Sie mal eine Sekunde, ich guck mal kurz, ja. So, was haben wir hier am Start? 700.000, das ist doch schon mal besser, warten Sie mal ganz kurz, eine Sekunde bitte. So, also, pass auf, warten Sie mal, erstmal hier. Junge, pass auf, mach dich mal ganz schnell vom Acker, ja. Was ist das hier? Zack, Abflug. So, herzlich willkommen bei Scarecrows, dem freundlichsten Autohaus der Welt. So, was hatten sie gesagt? 700.000 wollen sie geben. Ich sag's ihnen, da kann ich nicht mitmachen. Ne? Also, wir wollen ja 909.999, das hat ja auch einen bestimmten Grund. Ja, dieses Fahrzeug, da müssen sie mal gucken, das ist, hat eine extra aerodynamische Lackierung, verstehen sie? Ja, die ist schweineteuer, sag ich Ihnen. Und deswegen brauchen wir für die Karre schon mindestens 899.999. Es ist leider so, es tut mir leid. Der Preis stört mich. Also mich jetzt nicht so, ja? Aber Sie stören mich. 879.999, kommen Sie. Im freundlichsten Autohaus kann man auch mal gerne ein bisschen mehr bezahlen. Sie dürfen ja nicht vergessen, Sie müssen auch die Freundlichkeit mitbezahlen. Okay, 869.999, oder? Da wären wir uns jetzt einig, gute Frau. Sie sind nicht sehr flexibel im Preis. Mhm. Wissen Sie, wo ich nicht flexibel bin? Machen Sie ganz schnell einen Abflug. Mann, ich glaube, es hackt langsam, oder?
So, was? Porsche, mhm. 309.999, der würde super zu Ihnen passen. Mhm. Was, 232.000? Eine Sekunde bitte, warten Sie kurz. So, wie sieht's bei Ihnen aus? Was möchten Sie? Nee, warten Sie mal, mit Ihnen will ich gar nicht reden im Moment. Entschuldigung. So, nochmal, wo waren wir? Entschuldigung, ich musste erstmal mit dem Herr da drüben was besprechen. 232.000, pass auf, das kann ich nicht machen. Da lege ich zu, ja? Also, ich habe viel mehr für das Auto bezahlt. Wie wäre es denn, wenn wir so vielleicht 299.999? Darauf könnte ich mich einigen, ja? So, 299.999, ja? Und dann kriegen Sie auch die ganzen Glühbirnen im Auto dazu. Ansonsten müsste man die extra bezahlen, verstehen Sie? 289.000, aber das ist jetzt wirklich letzter Preis, mein Freund. Na? Wissen Sie was? Dann machen Sie sich vom Acker, dann fahren Sie kein Porsche, ja? Dann können Sie Bus fahren, verstehen Sie? So, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? 139.999 sind aufgerufen. Das ist ein Schnapp. Was, 114 wären Sie bereit? Wissen Sie ehrlich, wenn Sie 114 zahlen, dann würden Sie auch 129 zahlen, oder? 129.999, kommen Sie. Das geht, oder? Das geht. Na also, ja wunderbar, top. Perfekt. So, dann schauen wir mal hier. Da ist aber Gedrängel am Porsche, oder? So, 192, wäre der bereit zu bezahlen? Okay, der geht wieder. Muss oder gehen, ist mir doch egal. So, wir schauen mal hier, was haben wir da? 230, wir wollen 309. Komm, wir probieren es gleich mal. Was sollen wir da ewig rummachen? Pass auf, 289.999 und den Heckspoiler kriegen sie einfach mit dazu, ja? Der würde sonst extra kosten. Pass auf, 279.999. Und dann ist er ihrer, können sie mit vom Hof fahren, das ist super. Dann warten Sie mal kurz. Eine Sekunde bitte. So, was haben wir denn hier? Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Also ich habe gerade eben mit dem Herrn gesprochen. Der würde sogar mehr bezahlen, als auf dem Schild steht. Wissen Sie? 245. Wie wäre es denn mit... Was halten Sie von... Oh, dann gehen Sie halt. Das ist mir doch egal. Ja? Dann kommen Sie nie wieder. Sie haben Hausverbot. So. Was haben wir hier? Ah, die stehen jetzt so blöd ineinander. Ist das jetzt der gleiche oder nicht? 247.000. Alles klar, wir gucken mal. So, pass auf, mach Ihnen Vorschlag zur Güte, 289.999 und Sie können mit der Karre direkt vom Hof fahren. Der Preis ist Ihnen zu hoch? Ja, ja, ich sag Ihnen, was mir zu hoch ist. Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag, ja? Herzlich willkommen bei Scarecrows, dem freundlichsten Autohaus, 230.000, da haben Sie sich noch nicht überlegt, wissen Sie was, 279.999, das ist doch ein Preis, oder? Da muss man einfach zuschlagen. Ja, dann gehen sie halt. Ist mir doch egal. Mensch, dann hauen sie doch ab. So. Ich habe gesagt, ich werde mich nicht mehr auf jeden Preis einlassen. Klar, jetzt so bei den billigeren Autos ist es mir egal. Also, ne, ob wir den jetzt zum Beispiel für, was weiß ich, 79.999 verschachern, das wäre mir jetzt Wurst. Oh, den will er auch nicht bezahlen. Sag mal, aber so langsam... 74.999. Komm. Ja, weißt du, nee, dann nicht. Mach ich nicht mehr. Nein. Wir sind ein qualitatives Autohaus, ne? Die Freundlichkeit von, ja, vom Geschäftsinhaber, die muss schließlich auch bezahlt werden, oder? So, hallo, guten Tag. Wie sieht's aus bei Ihnen? Der Bukrega gefällt Ihnen. 119.999. Auf 93.000, nee, das können wir nicht, aber wissen Sie was? Ja, weil Sie sind, machen wir 99.999. Bitteschön, ja? Und die Fliegen auf der Scheibe dürfen Sie behalten, ja? Die kosten sonst extra. So, perfekt, guck mal. Dann hier? Ja, ja, der Lerari, das wäre genau das richtige Fahrzeug für Sie. Was? 401.000? Ich kann Ihnen 401.000 mal in Arsch treten. Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? 499.999, ja? Dafür kann er Ihnen gehören. Das ist aber letzter Preis, mein Freund. Nee, dann kannst du einen Abflug machen. Ich verkaufe doch nicht hier Unterwert, ja? Da hätte ich ja draufgelegt. Verschwinde! Mann! So, hallihallo. Der Rongi R7, der passt genau zu Ihnen, ja? Ich gucke in Ihr Gesicht und denke einfach nur, oh, Rongi. Schnäppchen, pass mal auf, mein Freund. 56.000. Das geht nicht, aber 69.999 und die Kiste gehört dir, kannst du direkt mit vom Hof schippern.
Das ist ein tadelloser Preis. Okay, 64.999, aber nur, weil mir die Mütze so gut gefällt. Na, sehen Sie, wunderbar. Hallihallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Ja, Lambo. Ja, der passt zu Ihnen, definitiv. 799.999 ist aufgerufen und Sie bieten mir 557.919. Sind Sie bekloppt? Ich habe 36 Kinder zu Hause, die wollen ernährt werden, ja? Das, Sie wollen das doch nicht, oder? Wollen Sie, dass ich verarme? Ja? Wollen Sie, dass meine Kinder nichts zu essen haben? Das geht nicht. Ich kann Ihnen 749.999 und die Karre gehört Ihnen. Kommen Sie. Da müssen Sie nicht lange drüber nachdenken. Passe auf, okay. Wir machen es anders. 700. Ah, was machen wir denn? Wissen Sie was? Komm. 699.999. Damit können Sie vom Hof fahren. Da habe ich aber kaum was verdient. Ja? Da habe ich kaum was verdient dran. Ehrlich. Ganz, ganz wenig. Nee. Tut mir leid. Dann können Sie kein Lambo fahren. Dann müssen Sie halt Bus fahren. So. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Schönes Fahrzeug, ne? Schönes Fahrzeug. Der Preis stört Sie. 734.000. Sie haben eine Macke. Passen Sie mal auf. Also komisch, alle, die hier rumrennen mit Mützen, die haben wirklich einen an der Waffel. Ja? Ohne Witz jetzt mal. Sie haben da einen an der Mütze. Pass auf, vor 899.999 und die Karre kann Ihnen gehören. Der Preis stört mich. Also jetzt werde ich aber langsam fuchsig. 869.999, aber dann ist Schluss. Kommen Sie. Ja, dann eben nicht. Ist, ja, oh, jetzt ist eh. Oh ja. Oh. So. Wir sind eiskalt jetzt mit dem Handeln. Wir lassen uns nicht mehr auf jeden Kackpreis ein. Auf gar keinen Fall. Dann geh halt. Mir egal. So. Ich würde meinen, einmal kurz nach Hause gehen. Einmal kurz geschlafen. Und dann sind wir vielleicht doch wieder ein bisschen mehr zum Handeln bereit. Ich habe ja die Preise auch sehr, 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 sehr hoch angesetzt im... Ja, im Internet. So. Aber eine Million haben wir schon mal eingenommen. Das ist doch ganz gut. So eine Million auf dem Konto wieder mehr ist doch gar nicht schlecht. Zack. Und steht hier zufällig... Oh, sag mal, seid ihr bekloppt oder was? Habt ihr Lack gesoffen? So, zack. Und wieder zurück zum Büro. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir ja die letzten noch verscherbeln, damit wir zum roten Benz kommen. So, zack. Und zack. Schön erstmal den Müll weg. Eigentlich, jetzt haben wir ja Platz. Jetzt können wir den auch schon mal rüberfahren. Dann sehen die den schon, dass wir den haben. So, komm. Den fahren wir schon mal rüber. So, gehen Sie mal aus dem Weg. Hallo. Bitte. Dankeschön. Und perfekt, oder? Sehr schön. Ja, komm, da steht er gut. Zack. Und bleib stehen. So, einen wunderschönen guten Tag. Ja, habe ich doch gleich gedacht, dass für Sie der Porsche was ist. Mhm. 309.999, das wäre der Preis. 247.000. Da können wir uns nicht drauf einlassen. Aber wissen Sie was? Komm, ich mache Ihnen 289.999. Das ist absoluter Freundschaftspreis. Das ist absoluter Freundschaftspreis. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist Ihr neues Fahrzeug. So, dann haben wir den hier. Hallo, wie geht's Ihnen? Der NG5, ja. Dachte ich, Ihr Gesicht schreibt förmlich NG5. Wenn ich Ihr Gesicht angucke, denke ich NG5. Wachen wir 87.999 und die Karre kann Ihnen gehören. Kommen Sie. Schlagen Sie zu. Scheint Ihnen noch ein bisschen hoch. Okay, passen Sie was. Wissen Sie was, komm, wir machen 77.999. Aber dann ist auch Schluss, da ist Feierabend, da habe ich schon draufgelegt. Nee, dann, tut mir leid, dann müssen Sie gehen, ja? Runter von meinem Hof, aber ganz schnell. So, herzlich willkommen bei Scarecrow, dem freundlichsten Autohaus der Stadt. So, was möchten Sie denn bezahlen? 687.000, einen kleinen Moment bitte, der Herr. So, bei Ihnen, wie sieht's aus, was wollen Sie bezahlen? Ja, Junge, mach. Der andere will das auf dem Schild zahlen. 703.000. Einen kleinen Moment bitte, der Herr. Warten Sie kurz. Hallihallo. Herzlich willkommen bei Scarecrow, dem freundlichsten Autohaus. So. Mach dich vom Acker, Junge, aber ganz schnell.
Hallihallo, herzlich willkommen bei Scarecrows, dem freundlichsten Autohaus. Wie geht's Ihnen? Was möchten Sie denn bezahlen? 650.000? Verpiss dich, aber ganz schnell. Nein, bleib bloß da. So, jetzt komme ich nochmal zu Ihnen. Also ich habe jetzt mal mit allen anderen geredet. Ne? Die hätten alle mehr bezahlt als Sie, aber die waren mir unglaublich unsympathisch. Und deswegen mache ich Ihnen jetzt den Top-Deal. Sie können das Fahrzeug haben für unglaubliche 829.999. Dann gehen Sie halt, ist doch mir egal. So, hallo, wunderschönen guten Tag. Wie sieht's aus? Alles gut bei Ihnen? Der Preis stört Sie? 687.000 kann ich nicht machen. Aber wissen Sie was? Für 829.999 ist es Ihre. Schlagen Sie zu oder ich schlag zu. Ist Ihnen noch zu hoch? Wissen Sie was? Komm, 799.999. Aber dann ist Feierabend. Da habe ich kaum was dran verdient, wirklich. So, wunderbar. Schönen Tag noch. Machen Sie es gut. So. Also, wir kriegen die Karren alle los, ne? Wir müssen nicht immer sofort auf den allerbilligsten Preis gehen. Und die sind ja noch recht hoch, die Preise. Ja? Weil, wie gesagt, ich habe die schon sehr, sehr hoch angesetzt. 89.000 können wir nicht machen. 99.999 und die Karre ist ihrens. Ja? Kommen Sie. Sehen Sie? Ja, wunderbar. So, einmal nochmal kurz den Müll hier weg. Das geht ja wohl nicht, oder? Zack. So, weg mit dem Dreck. So, hallihallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Alles in Ordnung? Der Preis stört Sie? 678... Ja, dann gehen Sie halt, ist doch mir egal. Es tut mir leid, ich brauche langsam Personal, so viele Leute. Ja, wie sich hier immer lang drücken, oder? So, 539.999 sind aufgehoben. 351.000. Junge, du hast so richtig einen an der Waffel, oder? 499.999 und die Karre gehört dir. Willst du nicht? Okay, pass auf. Dann 479.000. Dann geh doch, ist mir doch egal. Boah, ich krieg gerade einen ganz trockenen Mund vom vielen Labern. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. So, und da bin ich wieder. Entschuldigung, ich musste ganz dringend einen Schluck trinken. So, 799.999 sind aufgerufen, gute Frau. 644 können wir nicht machen. Aber wissen Sie was? Für 729.999 kann es Ihrer sein. Schlagen Sie zu, ja? Na also, sehen Sie doch, perfekt. Ja, sehr schön. Ja, läuft, Leute, läuft, läuft, läuft. Hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Komm, ganz ehrlich, egal, was die jetzt für die Karre bietet. Was, 59? Nee, das machen wir aber nicht. Nee, komm, aber... Komm, 79.999. Weg damit, mit dem Gerümpel. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr so billiges Zeug kaufen und verkaufen. Wisst ihr was? Dann gehen Sie doch vom Hof. Ich war großzügig mit Ihnen. So, komm. 79.999 und die Karre gehört dir. Komm. Komm. Komm, wir machen 79.999 und die Karre ist dein. Ab damit. Das sind ein paar Dollar mehr, als du sowieso geboten hättest. Und da haben wir noch welche. Hallo, na, guten Tag. Das ist ein schöner Lerari. Ja, das ist der schönste Lerari der Welt. Na? Mhm. Weißt du was? 340.000, das ist eine Macke. Verzieh dich. So. Hallo, herzlich willkommen bei Scarecrows, dem freundlichsten Autohaus der Stadt. Wie geht's Ihnen? 438.000, das klingt doch schon vernünftiger. Da machen wir jetzt 499.999 draus und die Karre gehört Ihnen. Hm? Sehen Sie? Perfekt. Hahaha, so. Und wie gesagt, hier mit dem roten Benz, da habe ich jetzt was ganz Besonderes vor. Jetzt brauchen wir erstmal ein Foto von dem guten Teil. Kamera. So, wartet mal. Ich würde mal sagen, so können wir den am besten nehmen. Perfekt. Speichern. Und dann werden wir den aber noch ordentlich vor die Firma stellen. So, Sekunde. Ich muss erstmal unser Firmenfahrzeug weg. So, zack. So. Na, die Leute sollen ja denken, dass das was ganz Besonderes ist, der rote Benz. So. Und deswegen wollen wir den natürlich so ein bisschen gut ins Licht rücken. Oder wollen wir ihn einfach so mitten in den Hof stellen? Dass sie denken, oh, guck mal, das Auto ist so besonders, ja? Das reicht, wenn der damit seinen Hof vollstellt.
ne? Weil die müssen nämlich gleich drauf reinfallen. Huhuhu. Jetzt aber aus. So, perfekt. So, wie sieht denn das? Komm, der sieht doch so, sieht er doch ganz gut aus. Aber ich würde ihn gern andersrum stellen. Ich weiß nicht, andersrum finde ich ihn einfach besser. Weiß jetzt nicht warum, aber es ist so. So. Da wirkt der irgendwie anders. So. Hey, was habe ich denn mit den Motoren gerade immer? Ehrlich. Ja, perfekt, oder? Komm. Ey, so kann man den doch lassen. Wunderbar. So steht der gut. Hahaha, so. Wir behaupten jetzt nämlich einfach, ey, wir haben Katjas roten Benz. Wir erzählen den Leuten einfach, das ist Katjas roter Benz. Ne? Von der Katja K. Mal gucken, was die Leute, ja, ob die auf den Scheiß reinfallen. So. Zack. Einmal da hoch. Nee, halt, wollte ich nicht hin. So, wo ist er denn? Hier, da ist er. Und jetzt oben beim Name. So. Warte mal, nee. Katjas roter Benz, der in der Sonne glänzt. Mal gucken, ob die Leute den Scheiß kaufen. Ob die Leute den Scheiß glauben und das Ding kaufen. Wir schauen mal. Okay. Wir machen 100... Boah, für was setzen wir denn den an? Also es geht bis maximal 143.000. Weißt du was? Wir probieren einfach das oberste. 143.380. Und da gucken wir mal, ob wir den loskriegen, oder? Hehehe, weil die den Blödsinn vielleicht glauben. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt auch gar kein Kunde. Wer weiß. Dann machen wir einmal kurz auf und zu. Und da steht da Katjas roter Benz, der in der Sonne glänzt. Mal gucken. Mal schauen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ja, haben Sie gesehen, ne? Haben Sie gesehen im Internet? Ja, wir haben ihn, genau. Katjas roten Benz, der in der Sonne glänzt, ne? Mhm. Ja, ja. Die Frau K., die musste den loswerden. Ganz, ganz dringend. Haben Sie da vielleicht Interesse dran? Ja? 143.000, das wäre ein Schnapp. So, lass uns mal gucken. 143.000, absoluter Schnapp. Was für 107? Sie wollen doch nicht wirklich jetzt hier rumhandeln mit mir, oder? Bei Katjas roten Benz. Warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal kurz auf den Herr warten da hinten. So, eine Sekunde bitte. Ja, genau, das ist er. Wir haben ihn. Katjas roten Benz, der in der Sonne glänzt. Ja, ja, so ist es, ne? 143.380? Warten Sie, wir gucken mal. 113. Wissen Sie was, ganz ehrlich, Sie sind mir sehr sympathisch, junger Mann. Und Ihnen würde ich Ihnen den überlassen. Für 139.999. Katjas roter Benz, der in der Sonne glänzt. Mhm. Kommen Sie. Das ist ein Liebhaberstück. Möchten Sie nicht? Ja, dann tut mir leid, dann können Sie ihn auch nicht besitzen. Es tut mir sehr leid. Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, ja, das ist er. Haben Sie recht. Ja, haben Sie auch gleich wieder erkannt, ne? 111.000, wissen Sie was, für 139.999 könnte er Ihnen gehören. Hm? Der Preis stürzt Sie. Also gut, ausnahmsweise. Komm, wir machen 129.999. Und dann ist es Ihrer. Können Sie mit vom Hof fahren. Das ist doch perfekt. Na also, wir haben ihn verkauft. Katjas roten Benz, der in der Sonne glänzt. Sehr schön, oder? Ja, was die alles glauben für ein Blödsinn. So, aber das soll es für diese Folge auch gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr gerne ein Däumchen da. Gebt dem Video gerne einen Kommentar. Und teilt das Video sehr gerne. Das wäre sehr, sehr nett. Und ja, dann sehen wir uns entweder beim nächsten Mal Car for Sale oder beim anderen Video. Macht's gut. Danke. Tschüss.